Servus Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Erbsen TV. Und zwar, ich wollte einfach mal geschwind was rein schmeißen. Und zwar ein Haufen Scheiße. Und zwar euer, naja, also, ja, wie soll man das definieren? Naja, es gibt auch so komische Leute, die machen ein Video von sich und lassen im Hintergrund Musik laufen. Und tun zumindest so, als daten die Single kenne. Dabei können die, also ich denke mal, dass die meisten davon nicht singen können. Ja, das Wort heißt TikTok. Wo ich gesucht habe. TikTok hat ganz einfach zwar eine riesen Umlauf bei der Jugend von heute, bei mir nicht, ich hasse es. Ich wollte mich mal darüber äußern, wie ich dazu stehe. Viele folgen mir ja auf Instagram und auf Facebook und sowas und die meisten haben wahrscheinlich schon das Video gesehen. Denke ich mir mal. Und TikTok. Was für eine hirnverblödete App ist das eigentlich? Machst du ein Video so, oh, ich kann singen, oh, Follower, ich werd jetzt reich. Was willst du mal deinen Enkel erzählen, was du da, wo du dein Geld hast? Ja, ich hab scheiß Videos von mir gedreht, oder was? Ich dreh auch scheiß Videos von mir. So ist es nicht, aber ich probiere zumindest nicht zu singen, weil ich weiß, dass ich nicht singen kann. Da brauche ich auch keine verschissene TikTok-App. YouTube ist voll, Facebook ist voll, Instagram voll, WhatsApp-Status voll, Snapchat voll und was da noch alles gibt. Telegram bestimmt, 100% ist Telegram auch noch mit drin und was erwartet ihr davon? Was soll denn diese verschissene Kackscheiße? Da macht ihr irgendwelche traurigen Lieder rein und tut dann so, als wärt ihr depressiert. Dabei seid ihr das eigentlich, denke ich mal, also das ist jetzt weit hergeholt, aber seid ihr meistens nicht. Und dann wollt ihr irgendwie Aufmerksamkeit über Instagram und ihr wollt mehr Follower und ihr wollt irgendwie mehr Geld verdienen, weil ihr Werbung für TikTok macht. Dann macht doch Werbung lieber für irgendwelche Agenturen wie Aktion Mensch oder sowas. Das hilft zumindest Menschen und du bist glücklich und bist ein guter Mensch. Nein, du musst dich ja verblöden, dahinstellen, Fresse ziehen und irgendwie irgendein Scheiß von dir geben. Hauptsache, die App macht dann alles für dich und du fühlst dich gut. Ja, ich habe ein neues TikTok rausgebracht. Ich finde das super geil. Ja, jetzt stellen wir das auf Instagram, Snapchat, Yahoo und whatever. Keine Ahnung, was da noch alles gibt. Alter, ich bin nur auf drei Sachen online. Facebook, Instagram und halt WhatsApp. Ne? Standard. Ne? Was soll denn diese verblödete App? Digga, wollt ihr mich verarschen oder was ist da los, Mann? Wo TikTok angefangen hat, ich weiß gar nicht, wann war denn das, so 2017, 2018 oder irgendwie sowas, habe ich gedacht, so, naja, vielleicht ist das einfach nur ein Trend und hört bestimmt hoffentlich nach zwei Monaten auf. Wir haben 2019. Und es gibt immer noch Vollidioten, die so einen Scheiß machen. So eine hirnverblödete Kackscheiße. Ich habe lang genug meine Schnauze gehalten. Ich habe lang genug überlegt, ob ich ein Video dazu machen soll. Aber jetzt ist mir die Geduldsfrage gerissen. Jetzt regt ihr mich so dermaßen auf. Alter, diese TikTok-Scheiße, wo dann auf einmal jemand hässlich ungeschminkt vor der Kamera steht und da bäm, bäm, bäm und da voll schön ist. Könnt ihr nicht einfach zwei Bilder von euch machen, ungeschminkt und geschminkt, und dann können die abstimmen, welches Bild das ist. Da braucht ihr dann TikTok dafür. Und irgendwelche Melodie dahinter einzuspielen geht auch, aber doch, ihr braucht doch kein TikTok dafür, um irgendeine Scheiße mit anderen Personen zu machen oder irgendein Gruppenchat oder wie auch immer diese App funktioniert. Ich verstoß nicht, Leute. So eine hirnverblödete Amputation, ja, ihr habt nichts anderes verstanden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Ding. Aber ich verstehe nicht, Leid. Wenn jemand versteht, was TikTok eigentlich wirklich sein soll. Außer für hier gehirnverblödete Kackscheiße mit irgendwelchen Lederneigepfeffern und irgendeinem Hip-Hop-Kack. Gut, wahrscheinlich gibt's auch Rammstein und sowas, aber das bringt euch nichts, wenn ihr nichts singen könnt. Wenn ihr singen könnt, dann bewerbt euch bei DSDS, das Supertalent, Voice of Germany, Voice Kids und whatever, was da alle gibt, Alter. Wenn ihr singen könnt, dann geht dahin. Euch wird da besser Käufer als mit einer verschissenen App. So, und das ist jetzt das Wort zum Freitag. Fettig aus, Alter. Verpisst euch mit eurem scheiß TikTok, Alter. Ihr kotzt mich an, Alter.